Jetzt hier gerade an der Landstraße, wo ich meinen Kontakt jemanden gefunden habe, der mir Klopapier besorgen kann. Komischerweise will der kein Geld haben. Keine Ahnung. Ich glaube, das sieht gut aus. Hi, bist du? Hast du mit? Ah, guck mal, ich sehe schon. Ja, und du auch? Ja, hier. Lass sehen. Alles okay. Hier. Danke. Hau rein. Du auch. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Der Zoll hat heute früh eine Ladung gefälschtes Klopapier im Heroin gefunden. Warum nennen sie es das chinesische Virus, Trump? Because it came from China. Ich, wenn ich auf der Suche nach schmerzlosen Selbstmordmethoden bin und Google mir eine Suizid-Hotline vorstellt. Ich brauche keine Hilfe, ich brauche Antworten. Quarantäne, Tag 4. Die Welt retten im Jahr 1944. Die Welt retten im Jahr 2020. 1989. Ich wette, in der Zukunft können wir mit Autos fliegen. 2020. Fun Fact. Löwen sind keine guten Kletterer, aber sie können 36 Fuß hochspringen. Frauen so. Männer wissen nicht, wie man eine Frau anfasst. Frauen. BMW-Fahrer so im Verkehr. Coronavirus. Um Infektionen vorzubeugen, Hände waschen. Wrestler, die von zu Hause aus arbeiten. Ihre Familie. Warum schuf Gott den Mann vor der Frau? Weil er nicht wollte, dass jemand reinredet, wie er es zu machen hat. Neulich meine Maus gegen die Wand geworfen, weil sie nicht mehr funktioniert hat. Und plötzlich sind alle beim Tierarzt ausgeflippt. Einen Mann in der Midlife-Crisis erkennt man daran, dass er sein Jagdgebiet erweitert, obwohl die Munition knapp wird. 2 Wochen Urlaub ohne WLAN gemacht. Ich habe Menschen kennengelernt. Die eine sagte mir, dass wir seit 2 Jahren verheiratet sind. Krass! Jeder, der schon mal mit seiner Freundin shoppen war, weiß, dass zwischen Schatz und Schatz mindestens 150 Euro liegen. Was sich meine Fitnessuhr wohl denken muss? Es lebt, ist wach, aber es bewegt sich nicht. Die Katze hat den Anfangsbuchstaben ihres Namens in die Ecke gekackt. Was hat die bitte vor? So ein Bett im Kornfeld ist ja schon ganz nett. Blöd wird es nur, wenn der Mähdrescher dann kommt. Jeder sollte ein Motherfucking in seinem Namen haben. Damit klingt jeder Name cool. Wolfgang Motherfucking Meier. Kennst du das, wenn du absolut nicht mehr kannst und dein Körper schreit, komm, einer noch! Klar, Klimmzüge. Nein, Schoko-Nikoläuse. Mein kleiner Bruder wurde eben bei McDonald's gefeuert, da er einer wütenden Kundin auf Unverschämtheit, ich bin hier seit Jahren Stammkundin, mit das sehe ich, geantwortet hat. Unsere Eltern sind nicht mal sauer auf ihn. Für euch getestet, wenn man Menschen nur lange genug unter Wasser hält, hören sie plötzlich auf, Arschlöcher zu sein. Manche haben Frisuren, ich habe einfach nur Haare. Ich dachte erst, sie wollten mich in der Autowerkstatt für dumm verkaufen, weil ich blond bin. Es war aber dann doch nur die Blinkerflüssigkeit. Blinde Decken auf, satanische Verse auf Deutschlands Raufasertapeten. Ja Leute, es wird leise, so langsam gehen mir die Corona-Witze auch aus. Wenn ihr noch welche kennt, schreibt sie in die Kommentare und ansonsten eine schöne Woche. YouTuber, like und abonnier, YouTuber.